Essen für Obdachlose. Das bieten die Straßenwächter. Seit 2005 engagiert sich der Straßenwächter e.V. für obdachlose Menschen in Köln. Fast jeden einzelnen Tag im Jahr bereiten die ehrenamtlichen Helfer warme Mahlzeiten zu und ziehen mit ihren Bollerwagen durch die Kölner Innenstadt. Sie servieren kalte und warme Speisen sowie Getränke für wohnungslose und bedürftige Menschen. Selbst in den kleinen Seitenstraßen finden sie die Menschen, die es am dringendsten brauchen, weil sie sich aus den verschiedensten Gründen nicht selbst versorgen können. Neben Lebensmitteln haben die Helfer auch Kleidung dabei. Außerdem Verbandszeug und Hygieneartikel. Selbst eine mobile Dusche ist manchmal mit an Bord. Darüber hinaus kümmern sich die Straßenwächter auch um andere Probleme bedürftiger Menschen, wie zum Beispiel Behördengänge und das Ausfüllen von Anträgen. Bei der Haarschneideraktion im Sommer bekamen Wohnungslose in Köln einen kostenlosen Haarschnitt von 9 ehrenamtlichen Friseuren. Der Motor für dieses Engagement ist die unglaubliche Dankbarkeit der Menschen auf der Straße. Finanziert werden die Straßenwächter ausschließlich durch Spenden. Lebensmittelspenden unter anderem von der Kölner Tafel, verschiedenen Restaurants und Bäckereien sowie natürlich durch Geldspenden. Um diese wunderbare direkte Hilfe von Mensch zu Mensch aufrechtzuerhalten und auch noch ausbauen zu können, suchen die Straßenwächter immer wieder Verstärkung. Vielleicht hast du Lust, ein bisschen mitzuhelfen. Falls du Teil der Straßenwächter werden möchtest, melde dich einfach über die Webseite straßenwächter.de. Wir können jede Unterstützung brauchen. Natürlich freuen wir uns auch über Geldspenden, die der Verein gewissenhaft einsetzt, um den Menschen auf der Straße das Leben ein kleines bisschen schöner und würdevoller zu gestalten.